Der Schein trügt leider nur allzu oft. Wir glauben die Welt, um uns zu verstehen, aber wir sehen nur ihr Äußeres, wie sie zu sein scheint. Ich war einst genau wie sie. Ich glaubte an die Menschheit, die Zeitungen, Soapserien, Politiker und an Geschichtsbücher. Aber dann kommt der Tag, wo die Welt einem vor den Kopf stößt. Und dann muss man die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Ich heiße Lucas Kane. Meine Geschichte ist die eines gewöhnlichen Mannes, dem etwas Ungewöhnliches widerfährt. Vielleicht war es so vorbestimmt. Vielleicht war es mein Schicksal oder mein Karma oder sonst was. Aber eins weiß ich genau. Nichts wird mehr so sein wie früher. Herzlich willkommen zu Let's Play Fahrenheit. Es begann alles genau hier. Wo auch sonst. New York, die Hauptstadt des Universums. Das Schachbrett, auf dem das Schicksal seine letzte Partie spielen würde. Ich war nur eine von vielen Figuren, die beliebig übers Brett geschoben wurden. Bis zu dem Abend, an dem mein Leben ein einziges Chaos wurde. Und wir beginnen unser Abenteuer in Let's Play Fahrenheit, dem Spiel von Quantic Dream aus dem Jahre 2005, den Erfindern von Heavy Rain. Und da ich ja The Walking Dead und Heavy Rain so gut gefallen haben, also dieses Thriller-Adventures, dachte ich mir, Mensch, auch wenn das Spiel schon ein bisschen älter ist, spielst du es mal. Denn die Story soll unglaublich sein, unglaublich tiefgängig. Kein Wunder, denn der Titel stammt auch aus der Feder von David Cage. Und alles beginnt mit einem Psychomord und einem Mädchen. Sehr mysteriös. Und wir wissen nicht, was es damit auf sich hat. Was? Was habe ich getan? Ich wollte das nicht. Es war wie ein Traum. Und die Polizei ist auch da. Schnell. Ich muss hier weg, bevor jemand reinkommt. Und los geht es. Ja, wir haben einen Mord begangen und wissen gar nicht genau, was los ist. Irgendwie wie in einem Traum lief das Ganze ab. Wir schlüpfen in die Rolle unseres Protagonisten Lucas Kane. Und ich würde sagen, wir schaffen erstmal diese Leiche hier weg. Wie gesagt, Grafik ist das Spiel ein bisschen
angeschlagen. Natürlich, der Titel ist aus dem Jahre 2005. Ich spiele allerdings eine spezielle HD-Version, die es eigentlich nur exklusiv bei mir gibt, denn dadurch konnte ich eigentlich das Spiel überhaupt erst ins Laufen bringen und ordentlich filmen und musste da mit Mods und Hexadezimal-Hacks und was weiß ich was alles hier das Spiel ans Laufen bringen und dann auch hier in dieser Auflösung ans Laufen bringen. Sieht auf jeden Fall besser aus als die Standardversion. So, und waschen wir uns schnell die Hände. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Spuren beseitigt werden. Gespielt habe ich bisher nur den Anfang, um auch zu testen, ob es überhaupt läuft. Und bisher läuft es eigentlich ganz gut. So, ein Blick in den Spiegel haben wir noch gewagt. Da vorne steht ein Schrubber. Mit dem können wir theoretisch die Blutspuren auch noch beseitigen. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es geht. Rechts sehen wir eine Anzeige über den geistigen Zustand unseres Protagonisten, also über den geistigen Zustand von Lucas Kane. Was haben wir denn hier? Ich blute. Ich muss mir mit dem Messer die Gelenke aufgeschlitzt haben. Und auch beide Vorderarme. Okay. Ja, richtig übel. Scheint ein bisschen am Rad am Drehen, so psychomäßig. Gut, wir haben alles weggewischt, die Leiche ist weg. Ja, die Tatwaffe sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Das Messer. Das muss ich loswerden. Das halte ich auch für eine gute Idee. Bevor der Polizist auf uns aufmerksam wird. So, und jetzt sind wir nur noch gestresst und ich würde sagen, wir verlassen das Badezimmer mal ganz schnell. Können wir da nicht durch das Fenster eigentlich kriechen? Kriechen natürlich. Na, vergittert. Da komme ich nicht raus. Okay, dann gehen wir halt durch die Vordertür. Aber alle, die Heavy Rain und The Walking Dead mögen vom Spielprinzip, die werden das hier wahrscheinlich auch gut leiden können, auch wenn es schon was älter ist. Oh oh. Der Polizist steht auf und ich glaube... Der Polizist wird die Leiche in der Toilette finden. Ich muss sofort von hier verschwinden. Und genau das machen wir. Hey, Sie! Die Rechnung! Scheiße auf die Rechnung. Ich muss dieses Viertel schnellstens verlassen, bevor die Polizei hier ist. Und jetzt sehen wir rechts im Bildschirm den Polizisten, der jetzt wahrscheinlich die Leiche finden wird. Sollen uns vielleicht ein bisschen beeilen. Ach du Scheiße. Und warum hat Lucas den umgebracht? Das wissen wir ja auch gar nicht. Okay. Niemand verlässt das Lokal. Es wurde gerade ein Verbrechen begangen. Bitte bewahren Sie die Ruhe und warten Sie hier, bis die Polizei eintrifft und Ihre Papiere überprüft. Okay, über den U-Bahn-Schacht wahrscheinlich. Machen wir uns vom Acker. Uns scheint jemand gesehen zu haben. Doc Steiner, 27. Januar, 1.12 Uhr, minus 10 Grad Celsius. Doc Steiner, okay. Wieso warten die eigentlich immer, bis ich nachts Dienst habe, um sich gegenseitig abzumurksen? Tyler, in New York wird jeden Tag einer umgebracht. Aber vor allem dann, wenn ich nachts Dienst habe. Als ob sich alle Psychopathen untereinander absprechen. Könntest du vielleicht drinnen weitermaulen? Dann friere ich mir wenigstens nicht alles ab. Du bist der Boss, Carla. Und das ist wahrscheinlich unsere andere Protagonistin, Carla. Wir wechseln hier die Charaktere ähnlich wie in Heavy Rain. Spielen wir nicht nur Lucas, sondern auch verschiedene andere Charaktere. Wir wollen mal ihre Gedanken überprüfen. In meinen 5 Dienstjahren habe ich manche Leiche gesehen. Aber trotzdem gewöhnt man sich nicht wirklich dran. Man lernt nur, damit umzugehen. Ich weiß noch heute nicht, ob es die Müdigkeit, die Kälte oder sonst was war. Aber ich erinnere mich genau an das ungute Gefühl, mit dem ich das Restaurant betrat. Als hätte ich bereits gewusst, dass diesmal irgendwas anders war. Okay, dann wollen wir mal reingehen. In das gute Diner. Alles klar, McCarthy? Guten Abend, Inspektor. Ich habe auf Sie gewartet. Hallo, Tyler. Hi, Martin. Und? Was war los?
Totschlag. Ich fand eine Leiche in der Toilette. Kurz bevor ich gehen wollte. Verdächtiger. Gibt es einen Verdächtigen? Kurz bevor ich die Leiche fand, ging ein Gast weg. Außerdem ging er ohne zu bezahlen. Kate versuchte noch mit ihm zu reden. Wie? Wie wurde der Mann getötet? Mit einem Messer, wenn ich mich nicht täusche. Aber das wird die Autopsie zeigen. Tisch. An welchem Tisch saß der Verdächtige? Ah, er saß an dem Tisch da drüben. Gäste? Leiche. Ist die Leiche noch da? Die Jungs von der Gerichtsmedizin wollten sie nicht wegbringen, bevor sie nicht da waren. Seit der Entdeckung der Leiche hat niemand die Toilette betreten. Ist das da drüben die Bedienung? Ja, Kate Morrison. Sie kann Ihnen sicherlich helfen. Wenn Sie mir einen Rat erlauben, seien Sie behutsam mit ihr. Sie steht noch immer unter Schock. Danke für Ihre Hilfe, Martin. Es ist spät. Gehen Sie nach Hause, um abzuschalten. Wenn Sie nichts dagegen haben, warte ich, bis Kate auch gehen kann. Ich möchte Sie lieber nach Hause bringen. Okay. Und mit E können wir unseren Charakter wechseln. Sehr interessant. Das heißt, wir können auch Tyler spielen, unseren Kollegen hier. Aber erstmal werden wir jetzt mit Carla hier ein bisschen Nachforschung betreiben. Können wir uns theoretisch an den Tisch setzen, das will ich aber natürlich nicht. Aber wir könnten direkt mal mit der Bedienung reden. Ja, komm, warum eigentlich nicht? Vielleicht weiß die mehr. Kate? Ich bin Inspektor Carla Valenti. Ich leite hier die Untersuchung. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, na klar. Sie. Arbeiten Sie hier schon lange, Kate? Es sind jetzt schon fast 11 Jahre. Hier haben wir schon so gut wie alles gehabt. Obdachlose, Junkies, alles. Selbst die Kasse wurde mehrmals geklaut. Aber Mord? Noch nie. Armer John, er war so ein lieber Kerl. Opfer. Kannten Sie das Opfer gut? John war ein Stammgast. Er kam jeden Montag, bestellte stets das Gleiche und gab immer Trinkgeld. Beschreibung. Wie sah er aus, Kate? Glauben Sie, Sie könnten ihn mir beschreiben? Ich sah ihn doch nur ganz kurz. Ich glaube, er war durchschnittlich groß und relativ jung. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Noch jemand verhalten. Was tat der Mann, bevor der Mord geschah? Er war bereits eine ganze Weile hier. Ich glaube, er las. John alleine? Tatmotiv. Wissen Sie, ob das Opfer Feinde hatte? Ob ihm jemand nach dem Leben trachten würde? John war ein ganz gewöhnlicher, netter Kerl. Ich wüsste nicht, warum ihm jemand Böses wollen würde. John alleine? War John alleine hier? Sprach er mit jemandem? John kam immer alleine. Wir sprachen meist über das Wetter, seine Arbeit, halt das Übliche. Er sprach nie mit jemand anderem. Etwas gehört vor dem Mord. Was geschah vor dem Mord? War irgendetwas ungewöhnlich? Nein, es war eigentlich alles wie immer. Tatsachen. Was haben Sie gesehen? Heute Abend waren kaum Gäste da. Unter der Woche ist es meist ruhig. Ich unterhielt mich mit Martin an der Bar. Ich hatte John nicht mal aufstehen sehen. Oh mein Gott! Beharren. Mitfühlen? Wir beharren natürlich. Kate, versuchen Sie, sich zusammenzureißen. Sie sind unsere Hauptzeugin und damit extrem wichtig für uns. Meine Schicht war fast zu Ende. Ich plauderte mit Martin an der Bar. John stand auf und ging zum Toilettenraum. Der Mann muss ihm gefolgt sein. Als er zurückkam, fiel mir auf, dass er noch nicht bezahlt hatte. Kommt oft vor, dass die Leute zu zahlen vergessen. Deswegen achte ich genau darauf. Was geschah dann? Der Typ lief einfach ohne zu zahlen weg. Erst als Martin Johns Leiche fand, begriff ich. John komisch. Ist Ihnen an John vielleicht irgendetwas komisch vorgekommen heute Abend? Wirkte er besorgt oder gestresst? Nein, er war genau wie immer. Er machte sogar einen Scherz, als er reinkam. Glauben Sie, Sie könnten den Verdächtigen wiedererkennen? Das Gesicht vergesse ich nie. Sehr gut. Könnten Sie morgen auf die Wache kommen, um eine
Fahndungsskizze des Mörders zu erstellen. Klar, ich werde alles tun, was sie irgendwie weiterbringen könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Kate. Ich hoffe bloß, Sie finden dieses Schwein. Solche Leute verdienen die Todesstrafe. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, um ihn zu fassen. Gehen Sie jetzt heim und ruhen Sie sich aus. Martin wird Sie nach Hause begleiten. Gute Nacht. Gute Nacht, Kate. Und auch wir verabschieden uns für diese Folge von Let's Play Fahrenheit. Das wahrscheinlich, wenn ihr ganz aktuell schaut, nur alle 2 Tage erscheinen wird. Leider, aus Zeitgründen muss das so sein. Ich wünsche euch noch einen super Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.